Hallo, ich begrüße Sie zu einer neuen E-Lecture. Es geht heute um das Thema Sprachentwicklungsstörung im Kontext von Mehrsprachigkeit. Sonderpädagogischen Ansätzen wird eine defizitorientierte Herangehensweise unterstellt aus der Perspektive der inklusiven Pädagogik, indem sie sich die Sonderpädagogik auf die Behinderung und das Problem fokussiert und dabei weniger auf den Menschen und seine Umwelt. Spezialisierte sprachpädagogische Maßnahmen in der Schule werden daher oft mit Logopädie verwechselt, welche anders als die Pädagogik einen therapeutischen Heilauftrag hat und Sprachstörungen beseitigen will, damit Bildung und Lernen wieder möglich wird. Dies ist ein Irrtum, denn auch sogenannte sprachpädagogische Maßnahmen sind pädagogische Maßnahmen und haben daher immer auch den Menschen und dessen Lern- und Entwicklungsbedingungen im Blick. Nach der normativen Maxime der inklusiven Pädagogik ist es normal, verschieden zu sein. Unterstützende und helfende pädagogische Maßnahmen in inklusiven Settings richten sich somit eher auf die behindernden und fördernden Lern- und Entwicklungsbedingungen, zum Beispiel die Leistungsanforderungen in der Schule und die Erwartungen der Lehrkraft im Rahmen von Beratung und Kooperation. Und weniger exklusiv auf das Kind und dessen Schwierigkeiten. Mit dem inklusiven Anspruch auf eine sogenannte Dekategorisierung, also nicht mehr auf die Unterschiede der Problemrisiken, zum Beispiel bei Sprachstörungen, Verhaltensauffälligkeiten oder Lernproblemen zu schauen, mit diesem Anspruch auf Dekategorisierung entsteht aber das Risiko, wie der Inklusionsforscher Bernd Abeck schreibt, dass an die Stelle fachlicher Kategorien, über die reflektiert werden kann, informelle Typisierungen in einer eher vorwissenschaftlichen Alltagssprache treten, deren Folgen noch weniger absehbar sind. Außerhalb des wissenschaftlichen Reflexionsbereiches, also im schulischen Betriebsalltag, kann ein simplifizierendes Laienverständnis entstehen, eine verkürzte Vereinfachung, dass Kinder mit Lernbeeinträchtigungen oder Verhaltensauffälligkeiten einfach als frech, als ein bisschen doof oder verklemmt beschrieben werden. Sprachauffälligkeiten werden dann auch bagatellisiert, also verharmlost, indem gesagt wird, ach, das wächst sich aus oder das sind die neuen Medien. Besonders bei nicht deutlich sichtbaren Beeinträchtigungen, wie das bei Sprachproblemen der Fall ist, also im Vergleich zu Kindern, die beispielsweise auf den Rollstuhl angewiesen sind oder Kindern mit Down-Syndrom, wird oft kein professioneller pädagogischer oder therapeutischer Unterstützungsbedarf gesehen. Diese Problemlage verschärft sich, wenn mehrsprachige Kinder Auffälligkeiten in ihrer sprachlichen Handlungsfähigkeit zeigen. Auffälligkeiten in der sprachlichen Handlungsfähigkeit zeigen sich im Allgemeinen erstmal zunächst als erwartungswidrige Erscheinungen im Gebrauch von Sprachstrukturen, also Lauten oder im Satzbau, und Funktionen bzw. Prozessen, also zum Beispiel die Sprechflüssigkeit, die Stimmgestaltung oder auch die Akzentuierung. Jemand spricht also auffallend oft, als ich dies nach den Konventionen meiner Umgebungssprache erwarte. Demnach kann im Grunde jeder und jede irgendwann einmal sprachauffällig erscheinen. Zum Beispiel bei starken Ermüdungserscheinungen, in einer Fremdsprache sprechend, unter Alkoholeinfluss, im Stress oder in einem dem Hörer oder der Hörerin unbekannten Dialekt sprechend. Schließen wir vorübergehende, sporadische, physiologische Ausnahmeerscheinungen, zum Beispiel bei Stress oder unter Alkoholeinfluss, aus und blicken wir auf regelmäßige, andauernde Auffälligkeiten, dann kann es sich dabei um inter- oder intralinguistische Phänomene handeln. Im ersten Fall werden Erwartungswidrigkeiten zu Barrieren bei unterschiedlichen Verkehrssprachen zwischen verschiedenen Sprachgemeinschaften, meist unterschiedlicher Herkunftsländer oder Regionen, wenn also zum Beispiel ein russisch sprechender Mensch in Österreich spricht. Bei intralinguistischen Phänomenen treten die subjektiven Erwartungswidrigkeiten innerhalb der Sprachgemeinschaft auf. Diese können dialektal bedingt sein,
zum Beispiel im Fall der plurizentrischen deutschen Sprache in Deutschland versus der nationalen Varietäten des österreichischen Deutsch, wenn also beispielsweise ein Ostfriese im Mühlviertel spricht. Oder sie können auch soziolektal bedingt sein. Zum Beispiel sozialisatorisch bedingtes schichtenspezifisches Sprachverhalten, wenn beispielsweise der Maurergeselle Herbert irrtümlich dem Hofrat Magister, 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 Dr. Graf Wilhelm von Obertraun zuruft: Hey, gib mal Hammer! Oder es kann sich ergeben aus dem Verhältnis von Alltags- und Bildungssprache, also bei einer Diskrepanz zwischen den Basic Interpersonal Communicative Skills und der Cognitive Academic Language Proficiency. Wenn also beispielsweise der Maurergeselle Herbert der Logopädin berichtet: Hier, mein Kleiner hier, der stammelt voll rum. Und die Logopädin notiert: Verdacht auf phonetisch-phonologische Störung. In allen Fällen intralinguistischer Auffälligkeiten handelt es sich nicht um Phänomene, die im klinisch-logopädischen Sinne einer Behandlung bedürfen, sondern sie können ganz im Gegenteil als Ausdruck sprachlicher Varietät und Variabilität Gegenstand sprachlicher Bildung im Sinne einer Erweiterung semantisch-lexikalischer und kommunikativ-pragmatischer Fähigkeiten verstanden werden. Mit anderen Worten, ein mehrsprachiges Kind verfügt über mehr sprachliche und sprecherische Ausdrucksmöglichkeiten als einsprachige, auch wenn diese nicht immer den Regeln der einzelnen Standardsprache entsprechen. Aber wenn Kinder erfolgreich kommunizieren, ist diese Leistung noch nicht gleichbedeutend mit formalsprachlichen Fähigkeiten und Fertigkeiten, also dem Einhalten des Lautinventars, der Phonotaktik einer Sprache und der Grammatik. Während bei Kindern die Schwierigkeiten zeigen können beim Erlangen der Bildungssprache im Zusammenhang mit soziolektalen Phänomenen oder durch Interferenzerscheinungen bei Mehrsprachigkeit, benötigen ein entsprechendes umgebungssprachlich strukturiertes Bildungs- und Unterstützungsangebot, also zum Beispiel Unterricht Deutsch als Zweitsprache oder Deutsch als Fremdsprache. Im Vergleich dazu bestehen bei Kindern mit spezifischen Entwicklungsbeeinträchtigungen der Sprachstrukturen, zum Beispiel bei Sprachentwicklungsstörung, und Beeinträchtigungen der Sprachfunktionen, wie zum Beispiel beim Falle der Sprechflüssigkeiten, beim Stottern oder der Artikulation, hier besteht eine therapeutische bzw. logopädische Indikation im klinischen Sinne. Ihr erwartungswidriger Gebrauch der Sprache zeigt sich sowohl in der Bildungssprache als auch in der Alltagssprache und kann damit die Teilhabe an Kommunikationssituationen in einer selbstbestimmten Lebensführung behindern. Wir sehen das hier auf dieser Grafik, Abbildung, und wir richten hier den Blick auf die rechte Spalte. Kinder, die bis zum Ende des zweiten Lebensjahres weniger als 50 Wörter oder keine einfachen Wortkombinationen produzieren, ansonsten aber einen altersgerechten Entwicklungsstand zeigen und bei denen schwerwiegende Entwicklungsprobleme in den Bereichen Sensorik, Motorik, Kognition oder Emotion ausgeschlossen werden können, die werden als sogenannte Late Talker bezeichnet. Autoren und Autorinnen wie Horwitz und Mitarbeiterin und Rayleigh geben dazu Prävalenzen, Vorkommenshäufigkeiten für den angelsächsischen Sprachraum an mit 2 bis 17,5%. Im deutschen Sprachraum beziffert die Psychologin Grimm den Anteil mit 13 bis 20%. Die deutschen Linguistinnen Siegmüller und Kauschke geben sie wiederum mit 18% der Gesamtpopulation an. Die Angaben zur Häufigkeit des verstädteten Sprechbeginns schwanken in der Literatur also erheblich. Zahlreiche dieser Kinder holen als sogenannte Late Bloomer, als Spätblüher, diese Sprachentwicklungsverzögerung, abgekürzt als SEV, bis zum 36. Lebensmonat ungefähr wieder auf und bleiben auch in der weiteren Entwicklung im Schulalter sprachlich und kommunikativ unauffällig. Ein weiterer Teil holt zwar scheinbar die Sprachentwicklung auf, zeigt dann aber noch mit Eintritt in die Schule deutliche Lern- und Sprachverständnisschwierigkeiten.
In der Literatur wird hier von Illusory Recovery, der scheinbaren Verbesserung, gesprochen. Angaben zur Rate des Anteils von Kindern mit Sprachentwicklungsverzögerungen, SEV, die den Rückstand erst nach dem 36. Lebensmonat aufholen, reichen von 50-65%. Das Forscherteam Sachse und von Suchodolets beschreiben 2/3 der Late Talker mit 3 Jahren noch als sprachlich auffällig. Unter Berücksichtigung dieser Untergruppen wird in der Literatur für den deutschsprachigen Raum eine Häufigkeit von ca. 10% angegeben für die Kinder, die auch nach dem 36. Lebensmonat diese Verzögerung in der Sprachentwicklung nicht aufholen und synchrone Verzögerung in allen sprachlichen Bereichen oder asynchrone Verzögerung in einzelnen sprachlichen Bereichen als sogenannte isolierte oder übergreifende, spezifische und anhaltende Sprachentwicklungsstörungen, also SES, zeigen, die sich ebenfalls auf die sozial-emotionale Entwicklung und die einzelnen schulischen Leistungsbereiche auswirken können. Diesen Prävalenzdaten liegen aber nur regionale Untersuchungen und Ergebnisse aus Kindergärten oder Schulen mit ganz unterschiedlichen Instrumenten zugrunde. Das heißt, es wurden verschiedene Testverfahren, manchmal auch Screenings verwendet, die Altersgruppen waren unterschiedlich und es wurde bei diesen Untersuchungen auch nicht immer klar unterschieden und angegeben, ob diese Kinder ein- oder mehrsprachig waren. Innerhalb des Gesundheitssystems wird bei diesen Kindern dann von einer Sprachentwicklungsstörung, SES, beschrieben. Ein Synonym findet man in der Literatur, in der logopädischen Literatur auch als umschriebene Sprachentwicklungsstörung, USES. Diese Kinder zeigen Beeinträchtigung des Erwerbs sprachlicher Strukturen und des Aufbaus eines sprachlichen Regelsystems. Die SES ist erkennbar auf einer oder mehreren sprachlichen Ebenen, als Aussprachestörung auf der phonetisch-phonologischen Ebene, als Störung der Wortbedeutungsentwicklung und als reduzierter Wortschatz auf der semantisch-lexikalischen Ebene und als Störung des grammatischen Regelsystems auf der morphologischen Ebene, also der Ebene der Wortbildung, und der syntaktischen Ebene, also der Ebene des Satzbaus. Es zeigt sich auch das Kernsymptom der fehlenden Subjekt-Verb-Kongruenz, abgekürzt SVK, also das Verb wird nicht auf das Subjekt abgestimmt. Es wird also zum Beispiel gesagt, ich gehen statt ich gehe. Und auch Probleme bei der Genus- und Pluralmarkierung sind erkennbar. Die gebildeten Sätze zeigen oft eine nicht regelgerechte Wortstellung und sind oft sehr kurz oder durch ausgelassene Wörter oder Phrasen unvollständig. Wir sehen hier ein Beispiel aus einer logopädischen Fachliteratur von Probst und Rosanowski. Dieses Beispiel veranschaulicht das und das hören wir uns jetzt einmal an. So, dann schau mal. Was passiert denn hier? Was machen die? Ballspiele. Wer spielt Ball? Peter mit seinem Schwester. Du kennst die ja schon. Das ist der Peter. Und das ist seine Schwester? Ja. Ja. Den da gar immer her aufgebucht. Dann werke ich damit die. So, im Kindergarten habt ihr das auch. Kennst du das alles. Dann kannst du ja prima erzählen, was hier passiert. Also, Peter und seine Schwester spielen. Mit dem Ball. Mit dem Ball. Und? Was siehst du noch? Die Werfe. Genau. Dann einmal in die Hüber die Zauwalle. Ja, das kommt nachher noch, ne? Hier ist ein Zaun. Und was ist hier hinten? Ein Haar. Schau mal. Die Sonne, Wolke, Baum. Ja, das ist noch alles auf dem Bild. Die Ball an der Gaumenüberwerbe. Ja. Bäcker, Wolke, Ball, hier mal. Dann da mir ein Hund. Moment, noch nicht so schnell.
Also Peter wirft den Ball über. Über den Zaun. Dann kommt da mal ein Hund. Schau mal, wie sehen die denn aus, der Peter und die Schwester. Da ist Peter sein Mund auf, Peter ein Peter sein Mund auf. Ja, Peters Mund steht. Oh, was machen sie hier? Sie Peter holt den Ball. Wie holt denn der Peter den Ball? Über ein Weckerhebel, über die Zaundecke. Mhm. Dann Tommy ein. Der klettert über den Zaun. Und schau mal, was macht die Schwester? Helfe. Mhm. Da Peter wie Tommy ein Hund. Richtig, hier. Dann Peter wie drüber gehen. Jetzt will er nicht mehr, ne? Drüber gehen. Über den Zaun. Habe an, wann die Hunde. Die Ursachen und Bedingungen für solche spezifischen Entwicklungsschwierigkeiten werden auf der Grundlage der verschiedenen Sprachentwicklungs- und Spracherwerbsansätze auch sehr unterschiedlich interpretiert. Der sogenannte prozessorientierte nativistische Erwerbsansatz rückt die angeborene Sensibilität für muttersprachliche Besonderheiten in der paraverbalen Gestaltung der Sprache, also auf der prosodischen Ebene, hervor. Da prosodische Einheiten, also Dehnungen, Pausierungen, die Melodie, besonders die Akzentuierung in einer Sprache und die Tonhöhe stark mit den syntaktischen Einheiten, also den Wörtern, Satzteilen und dem Satz an sich, korrelieren, erhält das Angebot in der Umgebungssprache und die auditive Verarbeitungsfähigkeit dieser Merkmale im Lernmechanismus dieser Sprachentwicklung dieser Sprachentwicklungsansätze eine zentrale Rolle. Die Linguistin Barbara Höhle spricht hier auch von der Prosodie-Syntax-Schnittstelle. Die Autorin Höhle bezeichnet die Sprachentwicklungsstörung daher auch eigentlich als eine Beeinträchtigung der prosodischen Segmentierungsfähigkeit. Zusätzlich beschreiben Keilmann, Braun und Schöler eine Beeinträchtigung der Leistungsfähigkeit des Arbeitsgedächtnisses, und zwar im auditiven Subsystem, so schreiben sie, der sogenannten phonologischen Schleife. Das heißt, Kinder mit Sprachentwicklungsstörung haben scheinbar Probleme, die prosodischen Merkmale ihrer Muttersprache, also Melodie, Silbenrhythmus und Silbenbetonung, richtig wahrzunehmen und zu verarbeiten, die für die Entwicklung der Phonologie und Grammatik wichtig sind, also den Regeln, wie Laute im Wort und Wörter im Satz verwendet und kombiniert werden können. Verschiedene sogenannte Familienaggregationsstudien, das sind also Studien, die untersuchen, wie oft ein Phänomen in einer Familie über verschiedene Generationen vorkommt, und Zwillingsstudien weisen auf eine familiäre Häufung von Sprachentwicklungsstörungen hin und damit auch auf genetische Faktoren. Allerdings, so kann man auch nachlesen, ist keine der Hypothesen ausreichend empirisch belegt und auch nicht für alle Kinder mit Sprachentwicklungsstörungen zutreffend. Ein pädagogisch relevanter Befund kann aber hervorgehoben werden, nämlich dass der sozioökonomische Status von Eltern in mehreren großen Studien nicht als wirksamer Einflussfaktor für das Auftreten einer Sprachentwicklungsstörung festgehalten werden konnte. Womit allerdings keine Aussage über die sprachlich-kommunikativen Fähigkeiten der Eltern getroffen werden konnte. Aber mit anderen Worten, Eltern mit sprachlich-kommunikativen Ausdrucksschwierigkeiten in sozioökonomischen Randlagen, in Problemlagen haben keinen Einfluss darauf, ob sich bei einem Kind eine Sprachentwicklungsstörung entwickelt oder nicht. Das ist völlig unabhängig davon. Mehrsprachigkeit ist mittlerweile in nahezu allen europäischen Ländern ein normales Phänomen. In Schulen europäischer Metropole bilden mehrsprachige Schülerinnen und Schüler im zweiten Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts die Mehrheit. Vertovec spricht in diesem Zusammenhang bei Städten von einer sogenannten Superdiversität. Im Schuljahr 2010-2011 wurde in Österreich muttersprachlicher Unterricht in 23 Sprachen erteilt.
Derzeit wachsen durchschnittlich 24% aller Schülerinnen und Schüler unter 10 sukzessiv, simultan oder mit Deutsch als Fremdsprache mehrsprachig auf. Da die zugewanderte Bevölkerung regional ungleich verteilt ist, schreibt Bruno fort, finden sich mehrsprachige Kinder verstärkt, aber nicht ausschließlich in großen Städten und in Ballungsräumen. Die Autorin Schiller folgert mit der von Goldstein 2004 zugrunde gelegten Vorkommenshäufigkeit Prävalenzrate für Sprachentwicklungsstörung bei bilingual Spanisch-Englisch aufwachsenden Kindern einen geschätzten Anteil von 1,25% aller mehrsprachigen Kinder mit einer Sprachentwicklungsstörung in Deutschland. Der Anteil dürfte in Österreich ähnlich sein. Auch bei diesen Kindern muss unterschieden werden zwischen den unterschiedlichen Formen des Erst- und Zweitspracherwerbs. Als Erstsprache wird die Sprache bezeichnet, die ein Kind in den ersten Lebensjahren natürlich erlernt und durch die es kognitiv, emotional und kulturell geprägt wird. Der primäre Erstspracherwerb bezeichnet den Spracherwerb von Geburt an. Unter dem doppelten Erstspracherwerb wird der gleichzeitige Erwerb von mindestens zwei Erstsprachen verstanden. Der simultane Erwerb zweier Sprachen, der wird auch als bilingualer Erstspracherwerb bezeichnet. Alle Sprachen, die nach dem dritten Lebensjahr erworben werden, werden als Zweitsprachen bezeichnet. Der in Institutionen wie in Schulen oder auch in Kursen gesteuerte Zweitspracherwerb, den kann man auch als Fremdspracherwerb bezeichnen. Und Mehrsprachigkeit, das ist der Oberbegriff, unter dem viele unterschiedliche Fähigkeiten in mindestens zwei Sprachen zusammengefasst werden. Wenn ein Kind beim Erstkontakt mit einer zweiten Sprache etwa im dritten Lebensjahr die Erstsprache in ihren Grundzügen erworben hat, so wird der Lernprozess der zweiten Sprache als Zweitspracherwerb bezeichnet. Er kann sich ohne formalen Unterricht als natürlicher, gleichzeitiger Zweitspracherwerb im sozialen Kontext vollziehen oder systematisch und durch pädagogische Maßnahmen gesteuert vollziehen. Findet der Erwerb der zweiten Sprache nach dem dritten Lebensjahr statt, also nach dem Erlernen der Grundzüge der Erstsprache, wird von einem sukzessiven oder sekundären Zweitspracherwerb gesprochen. Dieser kann gesteuert oder ungesteuert erfolgen. Für den Verlauf des bilingualen Erstspracherwerbs und des sukzessiven Zweitspracherwerbs unter den Bedingungen von Sprachentwicklungsstörung spielen die Umgebungssprache sowie die Identifikation der Eltern mit dieser Umgebungssprache und dem kulturellen Umfeld eine wichtige Rolle. Durch einen selteneren Gebrauch der Sprache des einen Elternteils und durch den Besuch einsprachiger pädagogischer Einrichtungen, das Wahrnehmen der Dienstleistung einer Tagesmutter im Kindergarten und auch in der Schule, kann die Sprache des einen Elternteils, die auch gleichzeitig die Umgebungssprache ist, eine dominante Rolle erhalten. Es kann dann zu unterschiedlichen Entwicklungen in den Fertigkeiten und Modalitäten Sprechen, Verstehen, Schreiben, Lesen dieser beiden Sprachen kommen. Man spricht dann auch von dominant Bilingualismus. Nur selten kommt es vor, dass beide Sprachen in allen Bereichen stark gleich ausgeprägt sind. Fast immer existiert ein Ungleichgewicht zwischen den Sprachen. Eine Sprache dominiert die andere. Die schwache Sprache ist demnach jene Sprache, die insbesondere außerhalb des familiären Umfeldes seltener oder gar nicht benutzt wird und weniger gut beherrscht wird. Im Falle einer Sprachentwicklungsstörung schlägt sich diese in beiden Verläufen nieder. Allerdings ist nicht ausreichend geklärt, unter welchen sozialen und individuellen Voraussetzungen die auffällige Entwicklung in dieser schwachen Sprache eines sukzessiv mehrsprachigen Kindes als therapiebedürftig bewertet werden kann. Autoren wie Penner oder auch Kani und Schöler, die nehmen an, dass sich die sprachlichen Auffälligkeiten von sukzessiv bilingualen Kindern
ohne Sprachentwicklungsstörung nicht von denen einsprachig aufwachsender Kinder mit einer Sprachentwicklungsstörung unterscheiden. Das Risiko von logopädischen bzw. sprachpädagogischen Fehldiagnosen ist daher sehr hoch. Die Wahrscheinlichkeit verfälschter diagnostischer Daten erhöht sich, wenn der Logopäde oder die Sprachheilpädagogin nicht über die linguistischen Grundkenntnisse der weiteren Sprachen des mehrsprachig erwachsenen Kindes verfügt. Sogenannte Transferphänomene lassen sich dann nicht mehr als natürliche Interferenzphänomene zwischen den verschiedenen Sprachen identifizieren und werden als Sprachentwicklungsstörung fehlinterpretiert. Transferphänomene sind aber entwicklungslogische, natürliche Struktureinflüsse der einen Sprache in die Struktur der parallel benutzten anderen Sprache. Häufig zu beobachtende Transferphänomene auf der phonetisch-phonologischen Ebene gibt es zum Beispiel zwischen dem Deutschen und Türkischen und auch dem Russischen. In diesen Sprachen ist zum Beispiel die bedeutungsunterscheidende Kurz-Lang-Opposition der Vokale unbekannt. Es wird zum Beispiel kein Unterschied gehört zwischen den Worten Miete und Mitte. Auch die Unterschiede in der Phonotaktik der Erst- und Zweitsprache können zu Schwierigkeiten bei der Artikulation von Kindern führen. In der persischen Sprache zum Beispiel kommen Mehrfachkonsonanten nur sehr selten oder in der Wortmitte vor. So werden bei deutschen Wörtern wie zum Beispiel Pferd oder Marktplatz Murmellaute, sogenannte Schwallaute, wie das Ö bei Mücke, eingebaut. Dann wird gesagt Marketeplatz oder Pferd. Ein weiteres Phänomen bei mehrsprachig erwachsenen Kindern kann das Code-Switching und Code-Mixing sein. Diese punktuellen oder kompletten Sprachwechsel, das Code-Switching, oder Sprachmischungen, das Code-Mixing, können unbewusst sein oder absichtsvoll erfolgen. Zum Beispiel unbewusst im Falle mangelnder Sprachbeherrschung der weniger dominanten Sprache. Man greift dann zum Beispiel auf Wörter der Sprache zurück, die man besser beherrscht. Aber auch durch die sozial-emotionale Bindung an die dominante Sprache, man nennt das Affected Loaded Code Switching, kann das zu einem Code Switching vorkommen. In der Muttersprache kann man zum Beispiel einfacher fluchen. Eine Veränderung des sozialen Kontextes kann auch ein Grund sein. Man nennt dies dann Setting-Related Code Switching. Auch eine Veränderung der Konstellation der gesprächsteilnehmenden Personen, das nennt man Participant-Related Code Switching, kann ein Fall sein, wenn zum Beispiel Gesprächspartner mit anderen Erstsprachen zum Gespräch hinzukommen. Auch ein Themenwechsel kann der Anlass sein für ein Switching. Man nennt es Topic-Related Code Switching oder aus stilistischen oder metaphorischen Gründen, um eine Erzählung besonders auszuschmücken und zu gestalten. Man nennt das Situational und Skill-Related Code Switching, wenn zum Beispiel Anglizismen eingebaut werden. Als Code-Switching wird der Wechsel zwischen zwei Grammatiken in unterschiedlichen Satzteilen in einer Äußerung bezeichnet. Von einem Mischcode, einem Code-Mixing, spricht man bei der Vermischung der Grammatik innerhalb einer Äußerung. Es kann aber auch zu Entlehnungen kommen, zu sogenannten Borrowings einzelner Wörter in einer Äußerung. Die sprachlichen Fähigkeiten eines Kindes im sukzessiven Zweitspracherwerb können nicht mit monolingualen Normen verglichen werden. Dies stellt die logopädische und die sprachpädagogische Diagnostik vor große Herausforderungen. Ebenso deutlich zeigt sich, welche exklusiven Fachkompetenzen im inklusiven Unterricht erforderlich werden, wenn pädagogische Unterstützungsmaßnahmen auch bei Sprachentwicklungsstörungen im Kontext von Mehrsprachigkeit immanent, integrativ im gemeinsamen Unterricht umgesetzt werden sollen. Auch wenn der Bereich der Grammatik ähnliche Fehler beobachtet werden, liegt einer Spracherwerbsstörung auf der einen Seite und der mangelnden Sprachbeherrschung auf der anderen Seite liegen da ganz unterschiedliche Ursachen zugrunde. Während ein intensives, natürliches Angebot der deutschen Sprache und motivierende Maßnahmen zur Identifikation mit der deutschen Zweitsprache im einen Fall ausreichen können, sind im anderen Fall systematische Interventionen notwendig, die dem individuellen Entwicklungsstand des Kindes angepasst sind und nach linguistischen Kriterien strukturiert sind.
Das zweite Beispiel macht dies sehr deutlich. Wir schauen uns das an. Im Morgenkreis am Montag berichten die Schüler von ihren Aktivitäten am Wochenende. Der sechsjährige deutsch-türkisch aufwachsende Melek erzählt seinen Mitschülern und Mitschülerinnen vom Sonntag. Wir sind nach Schwimmbad gefahren, aber der Wasser war kalt. Nun ist der gleichaltrige, einsprachig deutsch aufwachsende Cedric an der Reihe. Er sagt, mein Vater und die Mama ein Buch gekauft, ich die haben wollte. Meleks Fehler sind nicht ungewöhnlich, weil das Türkische keine Präpositionen kennt. Dort sind sie keine eigenen Wörter, sondern sie werden durch Suffixe, durch Morpheme als Anhängsel an einem Wort, wie zum Beispiel bei der Markierung des deutschen Plural, durch solche Suffixe markiert. Und die gibt es im Deutschen so nicht. Auch bei der Genuszuweisung, beim Artikel, der Wasser, sind bei Melek eigentlich Probleme zu erwarten. Da Zweitsprachlerner des Deutschen häufig Probleme wegen der zahlreichen Ausnahmeregelungen haben und die grammatischen Geschlechter oftmals mit den Nomen auswendig gelernt werden. Die Fehler bei Cedric sind hingegen anders zu bewerten. Er hat wesentliche Meilensteine der grammatischen Entwicklung noch nicht erreicht. Er produziert zwei Hauptsätze, obwohl der Zusammenhang durch eine subordinierende Konjunktion, eben durch weil, mit einem Nebensatz ausgedrückt werden könnte. Auch die Subjekt-Verb-Kongruenz, die Verbstellung und die Genuszuweisung, die für monolingual deutschsprachig erwachsene Kinder kaum Probleme darstellen, kann von Cedric noch nicht ausgedrückt werden. Mehrsprachigkeit wird heute in der Pädagogik und Sonderpädagogik nicht mehr als ein Entwicklungsproblem betrachtet, sondern als Erweiterung der sprachlichen Handlungsfähigkeit des Kindes und als Vorteil in einer globalisierten Lebenswelt. Bis 2008 konnte die Sprachforscherin Schiller noch einzelne wissenschaftliche und fachliche Positionen feststellen, zum Beispiel bei einem deutschsprachigen Fachverband in Deutschland, bei der die Hypothese des Mehrsprachenerwerbs als Ursache von behinderter oder verzögerter Sprachentwicklung formuliert wurde. Auch in einem Lehrbuch für Ärzte, Logopädinnen und Sprachheilpädagogen fand sich bis 1994 noch die Auffassung, dass zunächst die Erstsprachentwicklung bis zum Alter von 4 Jahren gefestigt sein müsse, bevor ein Kind mit einer zweiten oder dritten Sprache intensiver bekannt gemacht werden dürfe. Insbesondere die sogenannte sprachliche Zweigleisigkeit könne zu seelischen Störungen führen und stelle eine erhöhte Gefahr für Sprachentwicklungsverzögerung und, wie man damals die Schwierigkeiten auf der grammatischen Ebene bezeichnete, Dysgrammatismus dar. Das war 1994. Insbesondere Autorinnen wie Schiller oder wie Lengeli hatten im deutschsprachigen Raum maßgeblich dazu beigetragen, dass diese, wie Kracht schreibt, verhängnisvolle Geschichte der Pathologisierung, also des Krankmachens, wo gar keine Krankheit ist, dass die beendet wurde. Wie bis jetzt dargelegt werden konnte, können mehrsprachig erwachsende Kinder unter ungünstigen sozioökonomischen, kulturellen und damit auch sprachlich-kommunikativen Bedingungen umgebungsbedingte Sprachauffälligkeiten entwickeln, die aber nicht zu den logopädisch oder sprachpädagogisch relevanten Sprachentwicklungsverzögerungen oder Sprachentwicklungsstörungen zählen. Bei diesen Kindern ist die Vorkommenshäufigkeit für Sprachentwicklungsstörungen auch nicht höher als bei einsprachig erwachsenen Kindern. Wohl aber können Sprachentwicklungsstörungen auch bei mehrsprachig erwachsenen Kindern auftreten. Der Erwerb von mehr als einer Sprache erschwert den Spracherwerb bei simultan bilingual aufwachsenden Kindern mit Sprachentwicklungsstörung nicht zusätzlich. Und tritt eine Sprachentwicklungsstörung auf, dann betrifft sie simultan und oder sukzessiv erworbene Sprachen, also alle Sprachen. Die systematischen Zusammenhänge zwischen der Entwicklung der linguistischen Strukturen der Zweitsprache und den spezifischen Merkmalen der Sprachentwicklungsstörung, die sind noch nicht ausreichend erforscht. Es existieren für viele der Erstsprachen von Kindern mit Migrationshintergrund, wie zum Beispiel Farsi oder Vietnamesisch, nur wenige oder keine Erkenntnisse zu den Ausprägungen von Sprachentwicklungsstörungen. Die Art und Weise der gegenseitigen Beeinflussung ist bisher kaum genau geklärt. Die Autorinnen Schiller, Rottweiler und Babur stellen aber einige interessante Befunde zusammen, die den Schluss nahelegen, dass die Mehrsprachigkeit
für Kinder mit Sprachentwicklungsstörung sogar günstigere Bedingungen darstellt als für monolinguale Kinder mit Sprachentwicklungsstörung. Aus ersten internationalen Untersuchungen zu den grammatischen Entwicklungsbereichen unter den Bedingungen einer Sprachentwicklungsstörung bei simultan bilingual englisch-französisch aufwachsenden Kindern und bei sukzessiv bilingual arabisch-schwedisch sprachig aufwachsenden Kindern unterstreicht die Autorin Schiller, dass ein gleichzeitiges oder sukzessives Angebot zweier Sprachen nicht zu einer Verstärkung der Ausprägung einer Sprachentwicklungsstörung führt. In einer anderen Studie konnte die Autorin Rothweiler herausarbeiten, dass bei 5- bis 8-jährigen sukzessiv bilingualen Kindern mit Sprachentwicklungsstörung der Erwerb komplexer Satzstrukturen nicht stärker beeinträchtigt ist als bei einsprachig erwachsenen Kindern. Eine Zusammenschau der bisherigen zentralen Ergebnisse, die die Autorin und Sprachforscherin Schiller vorgenommen hat, deutet vielmehr darauf hin, dass es einen positiven Zusammenhang gibt, also dass sich im Falle der Mehrsprachigkeit auch früher die metasprachlichen Fähigkeiten ausbilden können und sich diese positiv auf die Probleme bei einer Sprachentwicklungsstörung und den sprachlichen Umgang mit den Problemen einer Sprachentwicklungsstörung positiv auswirken. Ein weiterer wichtiger Befund ist, dass der Erwerb einer zweiten Sprache für Grundschulkinder, Volksschulkinder mit Sprachentwicklungsstörung weniger Probleme darstellt als bisher angenommen, sofern diese Kinder diesen Zweitspracherwerb frühzeitig beginnen. Es konnte sogar gezeigt werden, dass bilinguale Kinder mit Sprachentwicklungsstörung in einigen grammatischen Entwicklungsbereichen sogar bessere Ergebnisse erzielten als gleichaltrige monolinguale Kinder mit Sprachentwicklungsstörung. Diese Zusammenstellung einiger ausgewählter Befunde, die soll aufzeigen, wie wichtig es ist, präzise und fachlich fundiert auf die unterschiedlichen Situationen von mehrsprachigen Kindern mit Sprachentwicklungsstörung zu schauen, damit es zu keinen pädagogischen Fehleinschätzungen kommt. Damit bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit und bis zur nächsten E-Lecture.